Now, from the home of the Tour Championship, EA Sports is proud to welcome you to historic Eastlake Golf Club in Atlanta, Georgia, for this edition of PGA Tour Golf. Rich Lerner up in the box. To my left is Frank Navarro. And Frank, these rounds are always fun, as our competitors here are going to be playing for skins. Exactly, and get as many as you can. So at the end of the day, you want to be thick-skinned. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Wir stehen mal wieder auf dem Abschlag, und zwar vom wunderschönen Eastlake Golfplatz in Atlanta, Georgia. Und das hat den speziellen Grund, weil da findet Ende August die Tour Championship, also das Highlight des Jahres auf der PGA, statt, nämlich das Playoff der FedEx, das Final. Und der genaue Termin ist der 24. August bis zum 27. Und deswegen habe ich mir gedacht, spielen wir heute mal diesen Kurs, damit wir ihn schon mal gesehen haben. Wir spielen die Sonntagspin-Position und wir spielen hier von Schwarz. Und damit es nicht ganz so langweilig wird, habe ich Jordan Spieth dazu genommen und wir spielen nochmal ein Skins Earning. Und das ist ja ein Matchplay. Und ich erzähle da noch genauer, worum es da geht. Aber wichtig ist halt, dass wir hier nochmal schauen, dass wir über 18 Loch kommen. Denn da ist der Hintergrund für mich. Ich habe noch knapp 8000 XP, die ich erreichen muss, um nochmal einige Skillpunkte dazu zu bekommen. Und dann wäre ich in dem Bereich, dass wir endlich in den Karrieremodus einsteigen. Also tun wir einfach mal so, dass das die Final Round für uns ist, in der Vorbereitung zum Karrieremodus. Nichtsdestoweniger legen wir mal los mit der ersten Bahn. Ein paar 4 mit 488 Yards und der Wind kommt leicht von rechts. Ich habe den Wind auch ein bisschen stärker eingestellt, 3 bis 5 Miles. Ihr seht, das wäre jetzt der stärkste Wind. Und wir schauen, dass wir uns ja Mitte Fairway platzieren können, denn das Grün ist auf der rechten Seite und sonst müssen wir da über die Bäume spielen. Okay, ich wünsche uns ein schönes Spiel. Ja, wenn er im Fairway liegen bleibt. Ja, das passt. Sehr schön. Der erste Abschlag gelungen. Und willkommen, Jordan Spieth. Ja, das glaube ich, ist noch ein bisschen unschlüssig, noch nicht ganz sicher. Der Caddy hat ihm wohl noch nicht die richtigen Informationen gegeben. Aber jetzt geht's los. So, dann schauen wir mal, wie wir uns gegen Jordan Spieth schlagen, weil der ist ja im vorderen Mittelfeld und wird natürlich eine Messlatte für uns sein. Sehr schön. Set up in the fairway, 200 yards from here. Ja, Fahnenposition hinten, natürlich über den Bunker. Das ist nicht das, was man unbedingt haben will. Eigentlich müssen wir Eisen 7, Eisen 6 reinfaden und hoch anspielen. Wir haben 26 Fuß bergauf. Ja, schauen wir mal, wie hier die Grüns beschaffen sind. Eisen 6. Wir spielen den ein bisschen höher rein und versuchen ihn auch rein zu faden. Wind kommt allerdings von rechts. Okay, dann gehen wir noch ein bisschen hier rüber. Ja, startet mir ein bisschen zu weit links. Yep. Okay. Well, first cut. Had a good lie in the fairway, but couldn't do anything with it. That comes up woefully short. Ja, es war klar. Jordan geht natürlich hier den direkten Weg und setzt mich hier ziemlich unter Druck.
Denn wie gesagt, das ist ein Matchplay. Wir spielen jedes Loch um 25.000. Und wenn wir dasselbe Ergebnis spielen, dann geht diese 25.000 in die Börse und dann spielen wir beim nächsten Loch um 50.000. Und so wird es hoffentlich ein etwas interessanteres Matchplay. So, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen trainiert, was auch das Pitchen angeht. Ich habe mir da ein bisschen was angeguckt. Also, wir haben jetzt das Problem, dass das Ganze von links nach rechts fällt. Und 28 Yards. Wir sollten natürlich gucken, die Fahne steckt hinten. Wir sollten nicht zu lang werden. 28 durch 3. So, dann machen wir knapp 19 tendenziell, aber es geht dann halt runter. Er müsste wegen Speed kriegen. Also wir versuchen es einfach so mit einem 60er Wedge. Locker durchschwingen, nicht mit Gewalt. Ja, er wollte ein bisschen runter, ist aber dennoch zu kurz. The strike was fine on the pitch shot. Ball first, then turf. Just wasn't really hit hard enough. About 17 feet on this putt. So, wir sind gleich nochmal dran mit dem Putt und es geht ziemlich bergauf. 27. 27, wir ziehen das Ganze zurück. Tendenziell ist er dann eher, weil es rechts abfällt, 27. Okay. Yep. Wir versuchen es so. Okay, not easy, but that is in for a four here at the first. Ja, aber Jordan Spieth puttet jetzt zum Birdie und zum Loch gewinnen. There, this for an opening birdie. And he does not need to hit this hard at all. Gonna catch some momentum down the slope, but he is gonna have to aim it out to the left. Oh. Das ist kein einfacher Putt, aber er schiebt ihn vorbei und damit dürfte das Loch geteilt sein. Okay, that's finished off for a par. Wir gehen auf die nächste Bahn, die 2. Up next, the 177-yard par 3 second. Tee shot to an elevated green, which is protected by that large oak tree on the right and two greenside bunkers on either side. So, hier noch zwei, drei Infos. Natürlich die klassischen. Es ist ein Par 2 und ein Par 70 Platz mit 7346 Yards. Das sind also rund 6600 Meter und das heißt, das ist eine stramme Entfernung. Also das ist nicht ganz so leicht zu spielen. Okay, wir müssen mal gucken. Der Wind kommt wieder leicht von rechts hinten. Eisen 5, Eisen 6 kriegen wir eher zum Liegen. Ja, Mitte, ja, so ungefähr. Es geht natürlich bergauf, 25 Feet. Normalerweise muss man dann immer ein Eisen, mindestens ein Eisen mehr spielen. Aber bei dem Fünfer bin ich gerade ein bisschen... Okay. So. Dann bin ich mal gespannt, ob der... Ja, okay, okay. Das ist natürlich gar nichts. Das kann uns nicht zufriedenstellen. Ja, sieht aber ähnlich aus vom Ergebnis. Da werden wir jetzt zwei Bunkerschläge zu sehen bekommen. Tja, Jordan hat hier den vermeintlich leichteren Bunkerschlag, weil er spielt praktisch nur den Berg hoch. Okay, macht das aber nicht besonders gut. Yeah, look out, kind of sculled that one, and that's gonna be over the green and into the rough. So, während wir just a little splash out on this par 3. Wir müssten den eigentlich hoch anspielen, kurz gesteckte Fahne, und wir müssen über diesen kleinen Hügel. Das versuchen wir mit viel Spin. Aber ich würde trotzdem lieber ein bisschen hinter den Stock.
So, und ich habe es ja mit einem oder anderen Video schon mal erklärt. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den Recovery-Wert. Hätten wir einen hohen, könnte ich mich darauf verlassen, dass wir den doch gerade rauskriegen. Aber hier besteht immer die Gefahr, wenn man nicht gut durchschwingt, dass er links oder rechts abhaut. Ja, der ist verhältnismäßig gut. Okay, safely on a putting surface out of the sand. You'd maybe like to run that up a little further, but that's not the worst shot in the world. Oh ja. Oh ja, der war nicht verkehrt. Ihr seht, das Grün fällt ab. So he starts out, Frank, and he's probably thinking bogey. And now the unthinkable. Triple bogey in play. Yeah, it's happened so quickly too. Right now, it's a case of just for this little moment, forget everything. Bear down. No, that at least was a good putt that could have very well gone in, but he misses by less than a foot. So, it's from 7 feet. Wir spielen zum Paar. Wir spielen zum Paar 9 Fuß. Und wir halten uns wieder leicht innen. So. Oh, der könnte etwas zu wenig sein. Oh Mann. That is so painful when you come up that short. Why is it that putts online come up short? Aber der Score als solches spielt ja zum Glück keine Rolle bei diesem Spielform, sondern es geht wirklich darum, das Loch zu gewinnen. Und mit einem Bogey, so traurig es ist, können wir hier tatsächlich die Kohle einstreichen. Moving to the third hole here at East Lake, 381-yard downhill par 4. There is trouble left with those overhanging trees and deep rough. Right center is ideal. So, an der Stelle noch mal kurz der Hinweis, weil es stand ja auch, oder die Frage stand auch mal in den Kommentaren, das Geld, was ich hier verdiene, diese $50,000, damit kann ich mir nach der Runde nichts kaufen. Das Geld dient wirklich nur hier dazu, dass wir hier auf der Scorekarte am Schluss einen Sieger haben. Und im Gegensatz zum normalen Matchplay, wo dann eben nach 13 oder 14 Loch schon zu Ende sein könnte, weil der Gegner 4 oder 5 aufliegt, bedeutet das hier mit dem Geld, dadurch, dass es immer bei geteilt in die Börse wieder geht, kann man also 18 Loch spielen und dann sieht man eben, wer am Schluss das meiste Geld hat. Und wie gesagt, die Kohle selber, damit die kann man nicht mitnehmen und später im Shop Equipment oder Ausrüstungsgegenstände kaufen. Dient also wirklich nur für diese Runde. So, 385 Yards, das ist ein verhältnismäßig kurzes Par 4. Aber es geht ganz schön in Berg runter. Das heißt, reinrollen lassen kann man ihn nicht. Man sieht es an dem Bunker, der da logischerweise strategisch gut platziert ist. Das Fairway fällt leicht von rechts nach links. Wir haben aber Gegenwind. Und es geht halt ganz schön in Berg runter. Ich weiß auch nicht, ob wir da wirklich mit dem Driver spielen müssen. Sondern ich denke, es reicht völlig ein Holz. 252 Yards, der wird wie gesagt noch einiges rollen. Dann haben wir vielleicht noch einen Pitch ins Grün. Und wichtiger wäre halt hier den Ball sauber zu platzieren. So, aber der Wind drückt den ein bisschen nach rechts. Ja, fliegt aber trotzdem zum Bunker, sollte aber nach links springen. Ja, okay, das ist okay, da liegt okay. And that one lands in the first cut, Frank. Interesting choice coming ahead here. It'll be interesting to see how he reads this lie. Ja, liegt im Rough und muss über die Bäume spielen. So that sets up a tougher second shot, missing the fairway with the drive, now in the rough. Weil, second ja. Shot straight ahead and we go to Iona Stephen. 1-2-2 is the number. The pin up front in the right-hand corner of the green.
So, für uns wird es wichtig sein, auf dem Grün zu landen, damit wir da eine Birdie-Chance haben mit unserem Putter. Es geht bergab. Das macht mir schon wieder ein bisschen Sorgen. Aber kommen wir mit dem 50er auch wirklich bis da runter? Mit etwas Gegenwind. 122 Yards. Okay. Wir versuchen diese Zwischenlänge. In der Hoffnung, dass er bis... Nein, er wird nicht. Oh, that is going to be into that giant bunker that fronts this third hole, and that is going to be a steep approach from there. So he may need to choke up on this one as he gets set for his second. So, ich bin mir fast davon überzeugt, dass er den an den Stock legt. Ja. No, I don't have my techniques right, but that looks like, you know, what, 6-7 feet in there, but that is an excellent approach shot. Ja, das Spannende ist, dass er aus dem Raff geschlagen hat und der Ball bleibt trotzdem sofort liegen. Das ist schon sehr interessant. So, mit dem Blast haben wir einen Roll. Und da es ja zur Fahne geht, kurz gesteckt, ist das nicht der richtige Schlag. Also nicht der Schlag der Wahl. Wir werden schauen, dass wir das so machen. So, okay. Ja, das mit den Kamerapositionen ist als nicht ganz so geschickt. Okay. Okay. That is a good looking pass out of the bunker right there. Got that to stop in a good place, leaving just a few feet for par. A straightforward look here for birdie. Und der fällt. Okay, no problem with that. Next up, the par 4 fourth, measuring 474 yards. Left center location off the tee is ideal. It's a great driving hole. So, ich habe jetzt ein bisschen Befürchtung, dass Jordan jetzt ein bisschen warm läuft. Nach dem Birdie. Da müssen wir schauen, dass wir dranbleiben. Und zumindest immer teilen. Er nimmt erstmal ein Holz 3. Okay. Ah, bleibt deswegen extra kurz. Just the 7 wood there, trying to control the flight, but that is safely into the fairway. Sieht aber nicht ganz so zufrieden aus. Ja. Der Wind treibt den Ball ein bisschen nach links. Und es geht ja auch ganz schön den Berg hoch. Okay. Hm. Sollte sich ausgehen, wenn er nicht nach rechts. Okay. And that will do just fine. Oha. Oha. That's got to be disappointing. Good line in the fairway and the approach winds up in the bunker. Ja, ja, aber die Idee war klar. Über links rein. He's looking at 141 yards to the front, 156 to the hole. Pin is on the front left part of the green. So, mit dem kurzen Eisen kriegt man natürlich nicht so viel Kurve drauf. Mitte grün wäre schön. Der Wind wird ihn etwas rübertreiben, aber wir haben ganz schön bergauf. Und ich will auf keinen Fall wieder in dieser Fallsfront hängen bleiben. Okay. Wir werden versuchen, den Ball etwas höher anzuspielen, damit er hoffentlich gleich liegen bleibt. Und auf der anderen Seite auch etwas androhen. Also den Drone nimmt er an. Jetzt muss er noch die Länge haben.
Gut. That's a good shot. And more importantly, too, a green in regulation. So birdie chance. Looking to splash this softly onto the green. Ach, lustig. Das heißt, Jordan muss zuerst putten. Yeah, that one came out hot, tough to judge sometimes, coming out of the sand, and that winds up well beyond the flag. Oha. How about the read there? Nothing easy about that one, but bottom of the barrel, and that's an excellent par save. 19 feet away. Ja, den müssen wir versenken, um die 25.000 einzustreichen. Und wir haben gesehen, dass es ein Megaputt ist. Da müssen wir wieder schauen. So, ist aber eben, ja, 19. Die Kameraposition ist ein bisschen ungeschickt. So. Tja, was Jordan kann, kann ich doch schon lange. Arriving now at the 444-yard par 4 fifth, lined with old oak trees and tall pines, two-tiered green awaits. Ja, da hinten sieht man jetzt auch schon den See East Lake. So, der Platz war übrigens, oder ist, ich glaube, der älteste Platz in Atlanta, Georgia. Und bevor eben Augusta, bevor Bobby Jones Augusta gegründet hat, war das hier sozusagen sein Heimatkurs, auf dem er das Golfen ja am liebsten praktiziert hat. Ist auch schon ein paar Jährchen her. Tja, es geht wieder relativ stark bergunter. Das heißt, wir haben jede Menge Roll. 278. Es ist natürlich klar, je näher wir an das Grün herankommen, desto leichter tun wir uns mit den Annäherungen. Darum werden wir versuchen, den Ball hier reinzuspielen und ein kleines bisschen zu faden. Ja. Okay. Er bleibt im First Cut liegen. And that tee shot finds the first cut. But really, with that second shot, shouldn't be too much of a problem. So, auch John Spieth entscheidet sich für den Driver. Turning left a bit off the tee. Trifft aber eben nur das Rough. Errant tee shot here, Rich, but you're gonna have to muscle this one out of the rough. I'm off the fairway. This is second at number five. So, jetzt bin ich wieder mal gespannt, ob er einen Roll hat oder nicht. Theoretisch müsste er hinten rausrollen. Ja, okay. From just off the fairway, down the nota. 155 to the hole. Pin is in the back right corner of this green. Man darf natürlich jetzt nicht vergessen, dass natürlich Jordan Spieth auch einen ganz anderen Skill hat und mit Sicherheit auch seine Schläger ganz anders gefittet sind. Das heißt, entsprechende Möglichkeiten hat und er hier mit Sicherheit auch bessere Control und Accuracy hat. Gut, aber deswegen haben wir ihn ja auch ausgewählt, weil er einfach auf dem Papier etwas stärker ist. Es geht bergab. Eisen 9. Die Frage ist immer, kommen wir mit dem Schläger rein oder nicht? Und durchrollen möchte ich eigentlich nicht.
Wir müssten hier aufs Plateau kommen. So, Eisen 9, hoch angespielt, gegen den Wind. Und wir hoffen, dass wir ihn zum Liegen bringen. Er geht leicht nach rechts. So, und damit können wir leben. And a good approach shot, just not quite as close as what you'd like, but still solid. Pretty big left to righter here for birdie. Oh ja, auch kein einfacher Putt. That's a good set of hands right there to get it that close from that far away. Here we go, this one for birdie. Ja, unsere Chance wieder. So. Okay. Ja, geht rechts, genau. That's gonna scoot a foot or two by. Okay, that one cleaned up without any issue, and that is a par. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die KI dazugelernt hat oder ob er den nochmal vorbeischiebt. Nein. Moving now to perhaps the easiest par 5 at East Lake, 532 yards 6, reachable in 2. Par here feels like you're losing a stroke to the field though. Ja, der Platz zeichnet sich dadurch aus, dass wir immer diese Situation haben, entweder schlagen wir den Berg runter oder so wie hier ins Tal oder beziehungsweise in den Gegenhang und müssen dann das Grün hoch anspielen. Das macht eben diesen Platz so reizvoll. Okay, wir haben die Ehre. Wir sind an der sechsten Spielbahn mit 496 Metern und auch hier müssen wir eigentlich darauf achten, dass wir den hier gut in die Bahn bekommen mit einem Fade am besten. Ja, oder wir spielen den hier an den Bäumen vorbei und hoffen, dass ihn der Wind uns an den Richtung hinterer Bunker treibt. Auch das können wir mal versuchen. So, aber nicht low, straight. Ja, zieht ein bisschen nach links. Yeah, that's a nice swing and the result is gonna be a tee shot that is set up just fine. Yep. So, John Spieth mit dem Hölzchen geht auf Nummer sicher, aber drückt ihn nach links raus. Ist er kurz genug? Ja, er kommt. Nein. First Cut und hat noch 270 Yards bis zum Loch. Das ist eine ordentliche Länge, da muss er ja auch zum Hölzchen greifen. Oder ist es ein Hybrid? Doch, ein Eisen. 270 Yards, berghoch mit dem Eisen. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema KI. Und, So, was bietet er uns hier an? Ist natürlich... Mit dem Hybrid da hochzuschlagen, ist keine Chance, den Ball zum Liegen zu bringen. Das wäre jetzt so ein typisches Bump-and-Run-Szenario. Das heißt, wir müssten eigentlich versuchen... den Ball, oder man müsste hier versuchen, den Ball hier in den Hang zu spielen.
damit er hochspringt und dann oben liegen bleibt. Aber auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da hochkommen mit dem. Spielen wir mal das hier Hybrid und schauen mal, was passiert. Weil das habe ich mir jetzt neu ins Back gepackt. Ein Hybrid 3. Ja, zieht gleich links rüber. So, jetzt müsste eigentlich den Hang hochrollen. Naja, okay. Fast. That second shot here to the par 5, Frank, got everything out of that. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. Okay. That'll do just fine. Speed puttet zum Birdie, zum Paar. So, ich darf aber chippen. Will ich das? So. Flopshot. Es geht ein bisschen bergunter. Ich will auf keinen Fall, dass er verhungert. Ja, kommt wieder zurück. Das wird ein unangenehmer Putt. Aber für Speed ebenfalls. Ja, muss sehr weit rechts oben anhalten. Wow, just a hair off target. Those are the ones that'll drive you crazy. So, unser Putt wird auch nicht einfach. Weil wir müssen bergauf putten. Bergauf heißt aber eigentlich, dass wir durchs Break putten können. Mit genügend Speed. We come now to the 470-yard par 4 7. Picturesque hole with views of East Lake and the Atlanta skyline. Narrow fairway demanding an accurate tee shot. So, und jetzt geht's wieder den Berg runter an der 7 Richtung East Lake und ganz da hinten kann man die Skyline von Atlanta sehen. 491 Yards, also knapp 450 Meter. Ein paar 4, aber dadurch, dass es eben den Berg runter geht, spielt es sich natürlich etwas leichter. Das hat einen Grund, warum natürlich die Bunker hier auf der linken Seite sind. Das Fairway fällt nach rechts ab. Der Wind kommt von links. So, wir werden die rechte Bunkerkante anvisieren, weil der Wind sollte ihn eigentlich knapp am Bunker vorbeitragen. Ja, also die Bunker haben wir aus dem Spiel genommen. No problems there. That's gonna wind up safely in the fairway. Ein gerader Schlag den Berg runter, auch das passt. Awesome tee shot right in the middle of the fairway. Aber er hat uns nicht ausgedrived und kommt somit als nächstes wieder dran und dann schauen wir mal, was sich da unten tut auf dem Grün. In the fairway shouldn't be more than 200 yards to the front. Ah ja, er richtet sich links aus und will ihn reinfaden. Und das hat er jetzt zunächst einmal nicht verkehrt gemacht. Okay. Didn't check, Frank. Yeah, just not enough spin on that. Really, I mean, that almost like took that first bounce and just ricocheted forward. To where the hole is cut, just about 190 yards, Frank. So, Eisen 7. Wir werden natürlich das gleiche probieren und den von links reinspielen.
Wir haben ein bisschen Gegenwind, aber es geht halt auch runter. So, auch in diesem Fall wieder etwas hoch anspielen, damit er hoffentlich liegen bleibt. Ja, ich will einfach nur aufs Grün kommen. Ja, er zieht rechts rüber. Ah. First Cut. Gibt keine XP für Green in Regulation. So, wir müssen den pitchen oder wir dürfen den pitchen. Wir könnten natürlich auch mit dem Texas Wedge arbeiten oder mit dem Lobshot. Ich persönlich muss ja sagen, der Lobshot ist mir fast lieber. Da bin ich doch eigentlich etwas präziser. So, wir hauen den ein bisschen hinter den Stock, weil eventuell sind wir wieder zu kurz. Ja, deutlich zu kurz. And that's not exactly ideal. Far from a tap-in for his par. You're being too kind. That's not at all ideal. Ja, und damit hier keine Missverständnisse aufkommen, in der Realität ist natürlich dieser Flop-Shot, dieser Lob-Shot eigentlich der schwerste Schlag. Und man sollte natürlich immer versuchen, eigentlich den Ball zu chippen. Chippen ist verhältnismäßig einfach, dann der Pitch und dann halt der Lobshot. Der Lobshot ist einfach am gefährlichsten, weil man da mit einer sehr offenen Schlagfläche und mit sehr viel Loft eben an den Ball kommt. Und wenn man da nicht präzise mit der Schlagfläche unter den Ball kommt, dann hat man ruckzuck einen Flyer. Das heißt, man hat mit der Kante den Ball getroffen, der schießt dann praktisch übers Grün und ist dann nicht zu kontrollieren. Und deswegen ist eigentlich ein Lobshot immer ganz, ganz heikel und ich sag's mal so, zu vermeiden. Gut, hier in dem Spiel ist es weniger ein Problem, dass wir den Flyer spielen. Insofern. So, 9 Fuß. Wir müssen den versenken, sonst gucken wir wieder in die Röhre. Aber das ist eigentlich nicht so schwer, sollte es nicht sein. So, wir gehen noch ein bisschen nach innen, weil der ist eher linke Lochkante. Ja. Okay, can't take cuts that length for granted, but that's in for a par. Now to the 8th here at East Lake. It's 461 yards. The premium here is on accuracy. You want to keep it away from those two fairway bunkers on the right side of that fairway landing area. If you do, you'll have a good approach, good angle to access that hole location. So, ich will ganz kurz auf das Online-Gaming eingehen, weil ich habe jetzt auch in den Kommentaren gelesen, dass es da doch ein bisschen Schwierigkeiten gibt. Also ich persönlich muss leider auch sagen, ich habe jetzt auch mal, spaßeshalber wollte ich ein paar Online-Games machen und wollte eben nach Spielern suchen. Also ich bekomme keinerlei Vorschläge für Online-Gaming und das habe ich jetzt 2-3 Mal probiert und ich weiß nicht, woran es liegt. Also es hieß ja, in dem Update würde man eben dieses Matching besser hinbekommen, damit man eben auch Spieler bekommt. Wie gesagt, kann ich im Moment nicht nachvollziehen bzw. bestätigen. Also ich habe kein einziges Online-Spiel bisher gemacht. Würde mich mal interessieren, ob es bei euch schon mal funktioniert hat. Ich weiß es aus einem Kommentar heraus, dass da Kumpels, Freunde, die schon längere Zeit miteinander wohl online golfen, dass es da bis jetzt noch nicht geklappt hat, hier zu matchen. Würde mich interessieren, wie eure Erfahrungen hier sind diesbezüglich. Ja, der Wind kommt von links. Wir wollen natürlich nicht aufs Wasser raus. Deswegen würde sich hier ein leichter Draw anbieten, der uns dann noch ein bisschen treibt. Ein paar 4. Okay. Wir versuchen mit dem Draw ein bisschen gegen den Wind zu arbeiten. Well, you can't walk out and drop it any better than that. That is a fine tee shot right there. Thank you.
So, das hat ja wunderbar gepasst. Wir liegen wieder wunderschön im Fairway. Das gibt dann wieder einige XP-Punkte. Und die wollen wir ja mit dieser Spielform heute erreichen. Ich hoffe, dass wir nach diesen 18 Loch dann noch ein paar Skillpoints bekommen oder uns erarbeitet haben, damit wir endlich unseren Charakter auf 80 bekommen. Und dann würde ich nämlich gerne noch die Karriere beginnen. Da freue ich mich schon drauf. So, Spieth wieder mal kürzer als wir. Now, a second here from 175 out. Bleibt rechts, aber kommt aufs Grün. Ja, ist halt ein gefährliches Grün. Die ganze linke Seite ist natürlich Wasser und da will man auf keinen Fall. Imagine a missed club because that ball sailed past the flag. Really just fortunate to stay on the back of the green. Now note his second from the fairway. He's looking at 136 yards to the front, 149 to the hole, pin sitting on the left half of the green. Ja, man sieht es wunderschön hier, das Plateau. Also hier rechts ist eine erhöhte Stelle und der linke Teil hintenrum ist alles weiter unten. Das will man natürlich auch nicht unbedingt, dass der dann hier in diese False Front, in diesen Slope rein kickt, weil dann kriegt er auf jeden Fall einen Kick nach links und dann besteht die Gefahr, dass er uns ins Wasser rennt. Wir müssen das Loch hier nicht gewinnen. Wir könnten eigentlich auf Sicherheit gehen und hoffen, dass der Kollege nicht gut puttet und wir dann hier das Loch teilen. Aber wie immer stellt sich die Frage, mit welchem Schläger kommen wir definitiv hin und mit welchem Schläger bringen wir das Ganze zu liegen, weil wir auch noch Rückenwind haben. So. Mit ein bisschen. Ja, der Wind treibt ihn deutlich nach links rüber. Mit ein bisschen Fade versuchen wir das noch zu unterstützen, dass wir vom Wasser wegkommen. Und jetzt sollte er einfach nur da oben landen. Zack. Okay. Ist zwar jetzt ein bisschen weit hinten und wir müssen vermutlich durch diese Welle packen. Finished on the green. Less said the better. A two-putt has to be the name of the game here. This a long one for birdie. Ja, 53 Fuß und man sieht es halt so, es ist schon ein gewaltiger Putt. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir auf keinen Fall zu lang sind. 53, also der Putt ist natürlich länger. 53 ist das, was mein Caddy mir vorschlägt als Anvisierpunkt. 61, okay. So, dann auf 53. Wir gehen auf 52, weil wie gesagt, ich will lieber ein bisschen zu kurz als zu lang. Er bekommt da mit der Welle einfach noch ein bisschen Gas. You might like this one. You might really like it. Yes, do that, why don't you? That's better than 60 feet. That'll put a smile on the face, no doubt. So, jetzt hat natürlich Jordan Druck. Das war jetzt natürlich ein fantastischer Putt, absolut. Ja, seiner geht rechts vorbei, denke ich. Ja, 5 Inches, das ist natürlich deprimierend. Aber das gehört zum Matchplay dazu. We finished the front nine with the 218-yard ninth. Depending on the conditions, players use anything from a fairway wood to a long iron on this challenging par 3. Ja, die 9 hier ist bekannt und das Interessante ist jetzt auch ein bisschen, dass man zwar die Tribünen hingebaut hat, aber beim Championship-Finale, da werden da noch mehr Tribünen sein und dann ist es auch so ein halbes Stadium hier, diese 9. Und früher
soweit ich mich erinnern kann, also die ersten zwei, drei oder vier Finals bezüglich den FedEx, da war das hier noch die 18. Man hat dann irgendwann mal getauscht und hat eben dann hier daraus die 9, beziehungsweise die 18 wurde zur 9. Man spielt eben den Platz im Prinzip andersherum, startet eigentlich an der 10 mit der 1 und dann kommt man eben hier an die 9, die eigentlich im Normalfall, wenn man hier als Amateur, wenn man hier als Greenfield-Spieler herkommt, eben die 18 ist. So, Dele, 238 Yards, das ist natürlich eine Hausnummer, zumal es auch ganz schön den Berg hoch geht. Wir sollten wieder versuchen, aber mit einem Eisen 4 haut es uns wieder in die False Front. Okay. Man sollte jetzt natürlich hier wieder den Wind ausnutzen mit einem Fade. Und dann schauen wir mal, ob er in den Durchgang kommt. So, wir gehen in den Durchgang, werden den Ball etwas faden und etwas höher anvisieren, um hoffentlich zum Liegen zu kommen. So, kommen wir überhaupt aufs Grün? Ja, und, na, wird durchrollen. Aber er bleibt zumindest im First Cut liegen, das ist schon mal sehr gut. Und Jordan wählt mit Sicherheit ein Eisen. Oder muss er ebenfalls aufs Hybrid zurückgreifen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, tatsächlich. Auch er versucht es mit dem Fade. Geht aber in die False Front und lässt ihn dann hochrollen. Das ist natürlich ganz, ganz große Schule. Hervorragend. All right, you don't have to catch it on the middle of the face every time. That's on the middle of the dance floor and a birdie putt coming up. Ja, das ist halt Course Management, wenn man eben weiß, wie man es hinkriegt. Ja, sehr, sehr gut, absolut. Gar keine Frage. Respekt. So, wir pitchen. 22, 14, 14, ein Drittel, zwei Drittel, wir gehen auf 15. So, er wird auf jeden Fall nach rechts runterrollen. Und es ist besser, wenn wir links vom Stock liegen bleiben könnten. Oh, missed the green at the par 3. No problem. That is in from off the putting surface for an unlikely 2. Tja, Leute, was soll ich jetzt dazu sagen? Gelernt ist halt gelernt. Tja. Neben mir ist John Speed halt ein Amateur. So this 10th hole is all about positioning. It's a par 4 of 430 yards. A good chance at birdie if you can drive it down the left side of the fairway. So, Freunde, ihr wisst ja, wie es läuft. Wir spielen immer die Front 9 und die Back 9. Und das war hier unser kleines Front 9 auf dem East Lake Atlanta oder bei der East Lake Golf Course in Atlanta, Georgia. Und zwar haben wir gespielt, wir schauen auf die Scorekarte, ein Skins Earning gegen Jordan Spieth. Die ersten 9 Loch habe ich zufriedenstellend, denke ich, abgeschlossen. Ich habe tatsächlich 8 Bahnen in Anführungszeichen gewonnen und Jordan nur 1. Es war spannend, es war cool, es war interessant und wir hatten an der 9 einen richtig schönen, ja, Up and Down? Nein, kann man nicht sagen. Up and Down wäre das Pärchen gewesen. Nein, das war ein richtig schönes Chip-In. Also super, hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann würde es mich freuen, wenn ihr auch die Back 9 dann anschaut, die in Kürze dann hier auf dem Kanal erscheinen. Und damit ihr das nicht verpasst, wäre es schön, wenn ihr ein Abo da lasst. Nichtsdestoweniger freue ich mich über eure Kommentare und eure Däumchen. Ich sage an der Stelle wieder mal, ich darf euch ein schönes Spiel wünschen. Bis demnächst. Tschüss, ciao, cheerio.